Niemand wird gerne vollgelabert und deswegen hat dieses Video Timestamps. Wenn du nur hier bist, um zu sehen, wie ich eine Dieselheizung einbaue, spring einfach an den entsprechenden Teil des Videos. Die weiße Decke des Winters legt sich auf die Landschaft und hüllt sie in devotes Schweigen, während die kalte Hand des Winters sich leise um Flora und Fauna schließt. Wer sich nicht im warmen Schoß der eigenen vier Wände begreift, eilt durch die Dunkelheit, ihr zu entkommen. Tage werden kürzer und die Gesichter werden länger. Diese Jahreszeit der Entbehrung stellt der überheblichen menschlichen Technologie die erbarmungslose Kraft der Elemente gegenüber. Der Winter reduziert uns auf unsere einfachsten Bedürfnisse: Nahrung, Unterschlupf und Wärme. Die glitzernde Schönheit und die duftlose Stille ermahnen zur demütigen Bewunderung. So führen sie uns unmissverständlich vor Augen, worauf es wirklich ankommt. Ich jedoch möchte dem einfältigen Riesen die Stirn bieten und winde mich voller Tatendrang und unerschöpflicher Disziplin aus seinem eiskalten Würgegriff. In meiner Arbeit manifestiert sich der Wunsch nach Leben in einer Wertschätzung des Wesentlichen. Dem ermüdenden Hauch des Winters zum Trotz ringe ich ihm mein Tagwerk ab und schaffe mit meinem Wagen eine Arche der Zivilisation inmitten der Sinnflut des früh einbrechenden Winters. Die Essenz längst vergangenen Lebens schützt nun mein Refugium und nimmt es in seine warme Umarmung auf. Mein Name ist Marek und willkommen zu Taubenblau. Heute brechen wir ein echtes Tabu. Wir reden darüber, wie kalt es im Winter wirklich ist. Übelst korrekter Bus, Alter. Ich stehe auch richtig auf Vanlife, wa? Aber was machst du nur im Winter? Winter. Wenn mir zu warm wird, mache ich ein Fenster auf. Ich sag mal so, ne? Also, Wagenleben ist super ätzend. Es ist sowohl im Winter als auch im Sommer viel zu warm. So oder so ähnlich hat sich dieses Gespräch tatsächlich schon etliche Male abgespielt. Und die Frage, ob es nicht kalt ist im Winter, ist tatsächlich einer der ersten, die mir gestellt werden. Und es stimmt tatsächlich, dass man selbst mit einem kleinen Ofen so ein Fahrzeug binnen kürzester Zeit auf die absurdesten Temperaturen bringen kann. Aber ist es wirklich so, dass der Winter gar nicht unangenehm ist? Stimmt es tatsächlich, dass mir noch nie kalt war im Winter? Heute möchte ich über etwas sprechen, was Wagenbewohner lieber nicht zugeben wollen. Denn die Antwort ist nein. Hey, na? Ich würde sagen, die einzige Antwort, die im Leben auf wirklich alles passt und eine allumfassende Wahrheit widerspiegelt, ist: Es kommt ganz darauf an. Viele Menschen, mich eingeschlossen, neigen dazu, die Welt in Polaritäten einteilen zu wollen. Dabei ist eigentlich fast alles immer ein Spektrum. Dass es im Winter hier drinnen meistens richtig warm ist, das stimmt auf jeden Fall. Selbst wenn es richtig kalt draußen ist, sitze ich hier drinnen meistens im T-Shirt. Wenn ich mich gut arrangieren und durchheizen kann, dann ist dieser Wagen tatsächlich tendenziell zu warm. Tendenziell finde ich aber auch, dass Wohnungen weniger gut geheizt sind als mein LKW und damit im Winter meistens wesentlich kälter. Im Winter kann es durchaus vorkommen, dass ich erst relativ spät von der Arbeit wieder nach Hause komme. Die Karre wurde dann den ganzen Tag nicht geheizt und wahrscheinlich ist der Ofen schon morgens ausgegangen. In solchen Momenten ist es dann doch ganz schön kalt in so einer Karre und tatsächlich auch spontanes Heizen reißt es da nicht wirklich rum. Häufig ist dann die Luft einfach zu heiß und der Boden trotzdem immer noch arschkalt. Es ist dann auch nichts Ungewöhnliches, dass ich am nächsten Tag wieder früh raus muss,
Dann habe ich abends nur die Luft heiß gemacht, der Ofen ist ausgegangen, während ich geschlafen habe. Und am nächsten Morgen ist es dann so richtig kalt. Das macht das ohnehin schon schwierige Aufstehen in der dunklen Jahreszeit um ein Vielfaches schwerer. Wenn der Wagen richtig warm ist, weil ich mehrere Tage am Stück durchheizen konnte und ich ein richtig solides Glutbett aufbauen konnte, löst sich dieses Problem aber praktisch in Luft auf. Meistens ist es dann so zwischen 12 und 15 Grad morgens, auch wenn es draußen richtig straff kalt ist. Tatsächlich ist es sogar einfacher, wenn es kalt ist, weil dann kann ich mehr Holz in den Ofen legen, ohne dass es zu heiß wird. Und das dauert dann einfach länger, bis es durchgebrannt ist. Heiß kann jeder Ofen. Der Trick ist, einen Ofen zu finden, der ein bestimmtes Level über eine lange Zeit halten kann. Da bin ich mit meinem Ofen tatsächlich auch sehr zufrieden. Umweltschwein, Klimasünder, Affenarsch. Es ist aber nicht besonders nachhaltig. Ich freue mich immer über differenzierte Meinungen und konstruktive Kritik. Und ja, es stimmt, ich baue eine Dieselheizung ein. Oh Gott. Das Tolle an Meinungen ist, dass es so viele davon gibt, dass wir nicht alle genau die gleiche haben müssen. Vor kurzem hat mir mein Vater eine Dieselstandheizung geschenkt und die möchte ich jetzt dazu benutzen, die Flankensteilheit meiner Heizkurven etwas zu glätten. Natürlich verstehe ich die berechtigte Kritik an Ölheizungen auch. Gleichzeitig weiß ich aber, dass in einem Liter Diesel ungefähr 10 kW Heizleistung enthalten sind. Mein Raum ist ziemlich klein und die Dieselheizung ist gnadenlos überdimensioniert. Ich vermute, dass ich es nicht schaffen werde, über 3 Liter am Tag fürs Heizen zu verbrauchen, selbst wenn sie den ganzen Tag durchlaufen würde. Aber das habe ich ja nicht mal vor. Bei den aktuellen Spritpreisen wäre das bei Diesel unter 6 Euro am Tag. Bei Heizöl wäre es sogar noch mal deutlich günstiger. Meine Idee ist also eine Art Hybridheizsystem mit Holz und Öl, um die Spitzen abzufangen, aber auch die Täler, denn wenn die Taube gar nicht erst so weit auskühlt, brauche ich auch weniger Brennstoffe. Wenn mein Zuhause komplett durchgekühlt ist, aber ich es trotzdem mal schnell warm haben will, dann führt das Heizen mit meinem Holzofen häufig zu einem unverhältnismäßig hohen Holzverbrauch, nur um die Bude komplett zu überheizen. Das finde ich weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Wärme, die man auch zum Heizen benutzt, lässt sich im Prinzip in drei Kategorien einteilen. Kontaktwärme, Strahlungswärme und Konvektionswärme, bei der die Luft der Wärmeträger ist. Die Kontaktwärme ist die effektivste Art der Wärmeübertragung. Dann kommt die Strahlungswärme und am ineffizientesten ist tatsächlich die Wärmeübertragung über das Medium Luft. Mit so einem Holzofen lassen sich hervorragend Konvektions- und Strahlungswärme herstellen. In Verbindung mit einer Ofenbank könnte der aber sogar Kontaktwärme liefern. Luft als Speichermedium ist allein deswegen schon nicht so effektiv, weil sie nicht besonders träge ist. Das heißt, sie wird zwar schnell warm, aber sie wird leider auch genauso schnell wieder kalt und außerdem kann sie entweichen. Das Prinzip der Standheizung beruht zwar auf dem Medium Luft, gleichzeitig sorgt sie aber auch dafür, dass die träge Masse meines Wagens nicht so schnell auskühlt. Außerdem ist durch die Standheizung ein dynamisches Heizkonzept überhaupt erst möglich. Ich habe auch schon über Alternativen nachgedacht. Zum Beispiel eine Luft-Luft-Wärmepumpe in Form einer Split-Klimaanlage. Wer das Konzept noch nicht kennt, kann mal bei Andreas Schmitz auf dem Kanal vorbeischauen. Ich finde, er veranschaulicht das da extrem gut. Bei mir kommt so ein System aber erst nach einem massiven Ausbau der Solarproduktions- und Speicherkapazitäten in Frage. Und selbst Andreas hat bis vor kurzem noch mit Öl zugeheizt. Auf Andreas' Kanal gibt es nicht nur Tipps zum Heizen, sondern auch extrem viele hilfreiche Videos rings um das Thema Solar, DIY und Batteriespeicher. Ich bin ein Riesenfan und kann allen nur empfehlen, den mal auszuchecken. Den Link dazu packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Ich habe hier keine Kollaboration mit ihm, ich möchte nur einfach seine super gute Arbeit unterstützen. Das ist meine Standheizung. Es handelt sich hierbei um das Modell China-Böller. Zumindest wird das in einigen Kreisen so genannt, weil die Dinger in China produziert werden und denen eine, sagen wir, fragwürdige Qualität zugeschrieben wird. Ich kann das nicht bestätigen. Viele Freunde von mir benutzen dieses oder ein vergleichbares Modell und sind extrem zufrieden. Und auch die Internetrecherchen haben ergeben, dass bis auf eine fragwürdige Spritleitung eigentlich alles cool ist. Bei einem Preis von 150 Euro und der Tatsache, dass sie mir geschenkt wurde, ist es für mich ehrlich gesagt ein No-Brainer, das Ding auszuprobieren und einzubauen. Unboxing-Videos finde ich persönlich total albern, deswegen gibt es hier mal die Schnellversion. So, ein paar Highlights aus den zugelieferten Teilen sind einmal der Abgasschlauch,
der Endschalldämpfer, der tatsächlich was bringt. Ich habe das Ding schon mal ausprobiert. Die Fernbedienung kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwann mal praktisch wird. Ansauggeräuschdämpfer und hier so eine Blende für den Auslass von der warmen Luft. Natürlich der Schlauch, der hier vorne dran kommt, um die Luft von hier in den Innenraum zu kriegen, wenn man das Ding nicht im Innenraum einbaut. Mein persönliches Highlight sind hier diese spaghettiartigen Kabel. Die werde ich auf jeden Fall nicht benutzen, weil die Glühkerze von der Heizung braucht beim Anheizen ungefähr 10 Ampere. Das sind 120 Watt. Bei 12 Volt durch so ein Kabel, ja, lieber nicht. Bei diesem Modell kann man die eigentliche Standheizung im Inneren gar nicht so gut sehen. Deswegen würde ich einmal ganz kurz die Funktion beschreiben. Die Standheizung saugt hier hinten die Luft an und bläst hier vorne die heiße Luft wieder raus. Mit diesem Bedienteil lässt sich die Standheizung einstellen. Das muss ich auch irgendwie in den Innenraum kriegen, falls ich die Heizung draußen anbauen sollte, weil hier drin auch der Temperaturfühler sitzt, der Heizung mitteilt, ob die Raumtemperatur schon auf der gewünschten Temperatur angekommen ist. Außerdem haben wir hier noch einen Dieseltank integriert und hier unten werden Abgas und Zuluft, ich kann es gerade nicht so gut sehen, da, hier unten werden Zuluft und Abgas und Zuluft für den Verbrennungsteil der Heizung angeschlossen. Und hier haben wir außerdem noch die Dieselleitung. Hier könnte ich sozusagen auch einen externen Tank anschließen. Ich zerbreche mir irgendwie schon seit Wochen den Kopf und frage mich, wo ich diese Standheizung überhaupt einbauen soll. Eins ist klar, ich will mir kein Loch in meinen wunderschönen Eichefußboden bohren, nur um festzustellen, dass die Heizung dann entweder nicht an der richtigen Stelle ist oder mir doch nicht so richtig gut gefällt. Damit ist ein Großteil der Stellen schon mal raus. Das heißt, ich werde wahrscheinlich durch die Wand gehen, die meinen Innenraum vom Laderaum trennt, unterm Bett. Wenn ich nur mit meinem Holzofen heize, habe ich tatsächlich manchmal das Problem, dass sich die Wärme vor allen Dingen oben staut und unten in den verwinkelten Ecken gar nicht so richtig hinkommt. Deswegen möchte ich gerne, dass die warme Luft meiner Standheizung hier unten zu den Füßen unter meinem Couchtisch rauskommt und sich dann von da aus im Raum verteilt. Nach ultralangem Hickhack habe ich jetzt die beste Lösung gefunden, wie ich möglichst viel Spielraum habe, das Ding noch zu verbessern, ohne mir jetzt viel zu viel Aufwand reinzuziehen, nur um es zu testen. Ich baue die Heizung in den Laderaum ein und bohre hier ein Loch durch, damit ich in den Innenraum komme. Dann kann ich mich später nochmal die Heizung von hier oben hier unten unterbringen, falls mir die nämlich zu laut ist oder im Laderaum in meinem Weg. So richtig zufrieden mit der Idee, die Heizung erstmal in den Laderaum zu packen, war ich dann aber irgendwie doch nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mach's gleich richtig und baue die Heizung nach außen. Was folgte, war eine krasse Odyssee, bei der ich mir größte Mühe gegeben habe, eine Halterung und einen Ort für den zukünftigen Tank zu finden. Außerdem habe ich mir ein kompliziertes System aus PE-Rohren ausgedacht, um die heiße Luft irgendwie unter meine Couch zu bekommen. Das ist jetzt die schnelle Zusammenfassung von fast 4 Tagen ununterbrochener Arbeit. Damit nicht genug, hat auch der Winter plötzlich eingesetzt und ich musste bei Minusgraden im Schnee weitermachen. Der Auspuff wird mit solchen Schellen hier montiert. Kommt hier vorne in das vordere Loch der beiden am unteren Teil der Standheizung. Ich würde den jetzt hier einfach an meinem Kotflügel installieren. Das hier ist der Endschalldämpfer. Der macht tatsächlich einen krassen Unterschied. Ich habe das Ding schon mal in der Halle ausprobiert. Ohne das Teil ist es noch lauter. Und ich finde die Heizung sowieso schon relativ laut. Hier ist der Auspuff montiert. Und hier kommt jetzt die Frischluftansaugung für den Verbrennungstrakt. Gestern habe ich ein Kabel von der 12-Volt-Batterie hier entlang gelegt und an der Rückseite der Heizung angeschlossen. Außerdem habe ich den Schlauch hier nochmal neu verlegt. Und das, was ihr hier seht, ist die Verlängerung der Fernbedienung, die wiederum hier eingesteckt ist. Ich habe mich dazu entschlossen, den Stecker draußen zu lassen, dass wenn ich die Heizung später mal umbauen will, zum Beispiel auf einen externen Tank, dass ich die dann einfach abstecken kann und hier wieder rausholen kann. Außerdem habe ich gestern hier drin das Bedienteil angebracht. Mit dem lässt sich die Heizung an- und ausschalten, einstellen. Timer und auch das Thermostat befinden sich in diesem Bedienteil. Deswegen ist es wichtig, dass es sich hier drinnen befindet und nicht draußen, auch wenn man eine Fernbedienung hat. Die erste Nacht mit der neuen Standheizung. Und ich muss sagen, ich finde es schon ziemlich geil. Draußen sind es minus 3 Grad, hier drinnen sind es 18 Grad.
Mit ein paar Sachen bin ich noch unzufrieden. Zum Beispiel habe ich den Timer nicht kapiert. Deswegen ist die Heizung die ganze Nacht durchgelaufen, anstatt irgendwann mal auszugehen. Das Bedienteil ist sowieso so ein bisschen so eine Klasse für sich. Außerdem finde ich, ist sie zu laut. Und ich hätte gedacht, dass sie es schneller warm macht. Aber ich glaube, das liegt mitunter auch daran, dass ich hier so ein langes PE-Rohr unter meinen Kleiderschrank verlegt habe. Und ich glaube, da lassen sich noch einige Sachen optimieren. Die Lautstärke ist aber mit das, was mich am meisten nervt. Man hört einerseits das Windgeräusch, das geht aber noch. Was mich besonders stört, ist das Klacken der Dieselpumpe. Die Pumpe hat bis jetzt ihren Diesel aus dem internen Tank bezogen. Das ist zwar cool für den Test und auch irgendwie cool, wenn man das Ding so benutzt, aber das tue ich nicht und deswegen möchte ich einen größeren Tank haben und vor allen Dingen, dass die Pumpe ihren Sprit aus einem Dieselkanister so einer Bauart bezieht. Dafür habe ich hier so einen sogenannten Tankgeber benutzt. Den kann man statt des Deckels da oben einbauen. Hier. Alter! Okay, also theoretisch kann man den da einbauen und dann saugt die Dieselpumpe von dem Kanister hier den Diesel an und spritzt ihn in die Brennkammer ein. Wenn ich schon dabei bin, baue ich auch gleich noch die Dieselpumpe aus, weil die ist so wahnsinnig laut, dass es beim Pennen richtig nervt und beim Abhängen auch. Das heißt, die Dieselpumpe kommt hier raus, ich hänge die dann an einem Kabelbündel oder an irgendwie so Gummis auf, damit die ihre Schwingung von den Pumpgeräuschen nicht an den Rahmen oder an irgendeinen anderen Resonanzkörper überträgt. Das wird die ganze Pumpe einfach ein bisschen leiser machen. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze dann verbinden kann. Ich habe hier irgendwo genau diesen Schlauch, das ist das, was hier auf den Tankgeber raufpasst. Das passt leider nicht auf den Ultra-Mikro-Schlauch, den die Chinesen benutzt haben, um sie in die Dieselpumpe da einzubauen. Damit ich die Dieselpumpe einbauen kann, muss ich wahrscheinlich das Kabel hier verlängern, was hier reinkommt. Dazu kneife ich wieder den Stecker ab, mache ein längeres Kabel dazwischen und bin dann ein bisschen flexibler mit dem Ort, wo ich das Ding aufhängen kann. Jetzt ist ein Stück von der alten Dieselleitung über der Tülle von der Saugseite der Dieselleitung, damit ich da die neue Leitung drüber schieben kann. Das haut auch ziemlich gut hin. Da kommt jetzt dann noch eine Schlauchschelle drauf. Wenn man es einmal geschnallt hat, kann man mit dem Bedienteil die Dieselleitung relativ easy manuell entlüften. Das habe ich dann hier auch gemacht. Draußen ist es saukalt. Es schneit. Die Dieselheizung ist eingebaut und läuft auf Zusatztank. Hier drin ist es angenehm mit 23 Grad und, glaube ich, Zeit für eine Zwischenbilanz. Also ich kann sagen, dass es nicht ganz so geil ist wie die Abstrahlungswärme von meinem Ofen. Und dadurch hat das Ganze hier einen sehr homogenen Charakter von der Wärme her. Es fühlt sich eher an wie in der Wohnung und nicht wie in meinem Wagen, wo es immer so angenehm, lauschig, leicht überheizt sich anfühlt. Felix, mein Kumpel, hat gerade gesagt, dass ich schon extreme Einbußen in der Effektivität habe, dadurch, dass ich die Außenluft anziehe und nicht die Raumluft. Er sagt, bis zu 30% kann ich mehr aus demselben Sprit rausholen, wenn ich mit der Heizung die Raumluft ansauge und die dann wieder erwärme. Zugegeben, das fühlt sich schon nach einem kleinen Rückschlag an, aber das ist so ein bisschen wie wenn man ein Auto sucht. Wenn du ein schlechtes Auto findest, aber du unbedingt ein Auto kaufen willst und dieses Auto nicht kaufst, weil es nicht das Richtige ist, dann war das ein Erfolg. Auch wenn es sich erstmal so anfühlt, als hättest du dabei versagt, ein Auto zu kaufen. Das gleiche gilt jetzt hier für diesen Test. Es ist zwar ärgerlich, dass ich jetzt alles nochmal umbauen muss, aber es ist ein gutes Ergebnis, weil ich jetzt weiß, was ich zu tun habe und dass diese Lösung noch nicht die hundertprozentige ist. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiepreise und ich finde auch einen verantwortungsvollen Umgang mit fossilen Ressourcen, möchte ich das gerne noch machen. Das heißt zwar ein bisschen, dass diese ganze Sache, die ich gerade über anderthalb Wochen gebaut habe, zu großen Teilen wieder rückgebaut werden muss und es einfach ein sehr aufwendiger Test war. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine gute Idee ist und viel von meiner Arbeit bleibt ja auch erhalten. Der Tank zum Beispiel bleibt und auch, dass ich die Kabel verlängert habe und im Prinzip auch die Löcher sind gar nicht an der falschen Stelle. Natürlich mache ich mir damit ein bisschen von meinem Laderaum kaputt, weil ich muss die Heizung jetzt praktisch ins Innere holen. Sonst wäre das mit den Rohrwegen einfach nicht
sinnvoll umzusetzen. Vor dem Hintergrund, dass aber meine große Batterie früher oder später nächstes Jahr rausfliegen wird, kann ich das, glaube ich, verkraften. Denn so viel von meinem Laderaum nehme ich mir da nicht weg. Auch wenn ich mir vorgenommen hatte, gar nichts mehr in meinem Laderaum zu haben. Ich baue dann einfach eine kleine Kiste um die Heizung und dann kann beim Laden noch gar nichts mehr passieren. Es ist kalt, die Sonne scheint fast gar nicht, meine Solarzellen sind bedeckt von Schnee. Das ist die Definition der sauren Gurkenzeit. 2000 Watt mal null Sonne sind halt einfach immer noch null. Die Standheizung ist eine sogenannte Schleuderscheibenheizung. Sie braucht zum Anlaufen relativ viel Strom für die Glühkerze, aber auch während des Betriebs nimmt der Lüfter relativ viel Strom auf. Dafür reicht meine Batteriespannung gerade nicht aus. Hand aufs Herz, ich habe gerade den Kaffee komplett auf und gerade den Riesenluxus, mit Landstrom zu wohnen. Das heißt, ich beziehe meinen Strom wie alle anderen gerade auch aus dem Netz. Deswegen betreibe ich meine Standheizung gerade an einem alten Computernetzteil. Das kann man so umbauen, dass es genug Spannung für die Heizung bereitstellt. Ein Video dazu findet ihr auf T-Bones Kanal. Das ist etwas weniger kuratiert, aber sehr aufschlussreich. Wenn ihr euch dazu noch mal ein eigenes Video von mir wünscht, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich kann auch gerne noch mal etwas über das Funktionsprinzip dieser Heizung im Detail erklären. Aber das würde jetzt den Rahmen dieses ohnehin schon relativ langen Videos wahrscheinlich ganz schön sprengen. Auch das wenig intuitive Bedienteil und dessen abenteuerliche Anleitung bieten Stoff für mindestens ein eigenes Video. Ich glaube, inzwischen habe ich das ganz gut drauf und traue mir auch zu, das zu vermitteln. Wenn ihr Interesse habt an so einem Video, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Mein Fazit nach einer Woche Dauergebrauch ist einfach pure Begeisterung, muss ich zugeben. Seitdem ich das Teil auf Raumluft umgestellt habe, ist es ein echtes Effizienzwunder. Zu Testzwecken habe ich jetzt ein paar Tage mal ausschließlich mit der Dieselheizung geheizt. Meistens läuft sie dabei auf der kleinsten Stufe und hält die Bude selbst bei minus 4 Grad Außentemperatur auf angenehmen 20 Grad. Morgens und abends lasse ich die Heizung jeweils für 10 Minuten auf höchster Stufe einmal komplett durchballern. Solche Heizungen neigen dazu zu verrußen und müssen deswegen ab und an freigebrannt werden. So richtig steil geht, wie erwartet, die Kombination aus Holzofen und Dieselheizung. Wenn ich mit der Dieselheizung morgens ein bisschen warm mache, dann den Ofen anmache und sie ganz kurz überschneidend laufen, dann dringt die Wärme hier wirklich in die letzte Ecke rein und wärmt die Taube dann bis in die letzte Ecke so richtig geil durch. Auch die Idee, mit der Dieselheizung meine Heizamplitude etwas zu glätten, ist hervorragend aufgegangen. Ich bin wirklich geflasht davon, wie wenig Diesel dieses Teil verbraucht. Ich habe jetzt eine ganze Woche damit geheizt, zugegebenerweise habe ich zwischendurch auch ein, zwei Mal mit Holz zugeheizt, aber dennoch habe ich nicht mal einen ganzen 20 Liter Kanister durchgebracht und das, obwohl ich nachts durchgeheizt habe. Das finde ich wirklich beeindruckend. Ich habe das Gefühl, dass auch bei der Dieselheizung der Schlüssel zu einem geringen Verbrauch das Vermeiden von Heizspitzen ist. Das heißt, wenn man halbwegs im Mittel durchfährt, fährt man eigentlich den günstigsten Verbrauch. Wenn die Heizung immer auf niedrigster Stufe läuft, ist sie auch gar nicht besonders laut. Und seitdem die Dieselpumpe frei hängt und keine Schwingung mehr übertragen kann, ist sie praktisch gar nicht mehr zu hören. Zugegeben, draußen ist es ein anderes Game. Also draußen ist es schon eher laut. Besonders auf der höchsten Stufe klingt das Ding draußen wie ein startender Düsenjet. Jetzt bleibt eigentlich nur noch aufzuräumen und die neue Tankhalterung zu bauen. Aber es wird gleich schon wieder dunkel. Es ist saukalt, es regnet oder schneit gerade. Und ich mache von meinem Rechtgebrauch auch mal keinen Bock mehr zu haben. Ich genieße jetzt erstmal den starken Kontrast von drinnen zu draußen und kümmere mich um den Kram, wenn es weniger kontrastreich ist. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und Weiterempfehlen und bis später.